Der ist mir scheißegal. Kann das sein? Ich kenne ihn nicht. Das ist mir nicht vorgestellt. Spielst du gerade Golf? Sah so ein Home Run aus. Home Run vor allen Dingen. Wer kennt ihn nicht? Den Home Run im Golf. Oh, hepp. Ich übe meinen Aufschlag. Und hepp. Au! Nimm das aus meinem Bauch raus. Verdachst. Hier. Oh, hier liegt noch ein Täschchen. Kinders, was macht ihr nur schon wieder? Der hat dich mit dem Bär beworfen. Krass. Ja, der markiert halt manchmal seinen eigenen. Ich nehme einen weg, ne? Aber nur einen. Aua! Sag mal, mir fehlt eine Rüstung, ihr Schmucks. Stefan, ich hab ja gesagt, Stefan hat dich mit zwei Sperren beworfen. Aua! Ich hab alles abgehört. Ja. Aber weil du ihn nicht aufgehalten hast. Hat er mir auch eine Rüstung gezackt. Hör auf. Wo ist denn der Scharfschütze hin? Der ist auf der Brücke. Ach so. Captain an Brücke. Jetzt irgendwo noch einen Pfeil stecken? Nee, ne? Nein, ich wollte es nicht so essen. Ja, ich gehe mal gucken, was du da für wirklich die Lampen gebaut hast. Sie will, dass du mitkommst und du guckst sie nicht mal im Arsch an. Jetzt hast du die Waffe raus. Ja, baller hier eine, los, komm. Das ist ja nicht du. Hallo. Das ist ein Pfeil in deiner Schulter. Ja, das ist ja. Ach. Gibt da jemand, der schießt? Wo ist denn hier Handtäschchen? Handtäschchen sind da oben gar nicht. Die macht man auf und gut ist. Hm. Als ob ich ein Regal für Handtäschchen mache. Hallo? Sehe ich aus wie eine Tussi, die Handtaschen sammelt? Hm. Also im Regal? Hm. Machst du da hinten? Weit, weit weg? Far, far away. Gefahren. Ach so. Ja, dann. Alter, Pester hier vorbei. Was für ein Glück, dass wir hier so schön frei gemacht haben, ne? Alles wegrufen und Parkplätze draus machen. Er dreht sich auf der Stelle, er hat einen Drehwurm. Er ist ein Drehwurm. So, Kinders, was machen wir jetzt? Ja. Ich brauche noch Schildkröteneier. Ich muss alles essen. Schildkröten? Wir müssen bis zum Strand. Solange noch so mehr ist. Oh, da ist schon Herbst. Oh, ich bin. Wir müssen wirklich einen. Wir brauchen wirklich einen großen Turm. Und dafür muss man den Strand? Der muss ja nicht. Nein, den großen Turm brauche ich für einen Gleiter. So. Ein Gleitflügel. Für ein Gleitdings. Ach. Ja, dann müssen wir. An Strand. Punkt. Anstand. Anstand mit weniger Anstand. Aber mehr Handstand. Wo ist denn der Strand? Da ist die Richtung. Da ist die Richtung.
Genau, da ist die Richtung. Achso, warte mal, es ist gerade, wird gerade Nacht, warte mal. Es ist 13.30 Uhr. Es ist 14 Uhr, das schaffen wir heute nicht mehr. Mm. Bedauerlich. Aber echt. Was habe ich getroffen? Und was machst du gerade? Mein Twitch-Passwort. Dein Twitch-Passwort. Okay. Und warum? Weil er die Prime geben will. Ach so. Ja. Ja. So viel zum Thema Rüstung. Hört auf damit, Kinders. In jedem Spiel machen wir das. Das ist scheißegal, wird mich. Aua! So mach! Der Tod. Der Tod! Der Tod! Der Tod! Kannst auch langsam machen, Jim. Jimmy, Johnny, Billy Bob. Ich muss mich erstmal kurz versorgen. Sag mal, hat jemand die Tür abgeschlossen? Mezzidin. Welche Tür? Welche Tür, genau. Mein Zimmer ist nicht abgeschlossen. Würde ich niemals tun. Okay. Okay, wieso okay? War das mit okay? Na, okay. War das okay? Du bist okay. Ich weiß. Voll schnaffte. So. Ja, jetzt müssen wir warten, bis der Tag wird und dann geht's an den Strand, oder was? Ja. Was mir letztens aufgefallen ist in einem der Videos, dass unsere Treppe hier ziemlich scheiße ist. Welche Treppe? Die nimmt so viel Platz ein. Das muss so. Ein bisschen muss man ja auch pompös bauen. Du hast da Pfeil in der Seite stecken, Steffen. Ich nehm den mal weg. Bei dem Pfeil jetzt hier. Ich kann ihn gar nicht wegnehmen. Doch, warte. Zack, jetzt liege ich da vor dir. Ist nicht meine. Ach, hier ist warum. Das war Mel? Nee, warte mal. Steffen hält dich. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin draußen. Sehen so gleich aus. Oha, meine Münzen sind fast alle. Münzen! Wo gibt's denn sowas? Ich glaube, ich habe noch Münzen. Yeah.
Spielst du Antenne mit deinen Pfeilen? Hab ich Pfeile in mir stecken? Seht ihr das? Ja, nicht? Drei Stück. Ja, 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 ja. Hab mich Ruhe! Könnte auch noch mehr werden. Nein! So, was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte. Ich werde mir eine Maske drucken. Ich habe letztens ein Video gesehen, dass die Masken wirklich funktionieren. Aber nur, wenn du von Anfang an mit der Maske da reinrennst. Nein, er hat ein Video gesehen, dass die funktionieren. Das heißt, wenn die dich ohne Maske sehen, dann greifen sie dich an. Aber wenn sie dich, bist. Wenn sie dich von Anfang an mit Maske sehen, verehren sie dich. Will auch mal verehrt werden. Wenn schon nicht von Woni, dann halt von anderen Frauen, ja? Jetzt muss ich dir Nacken gucken. Ih. Ah, jetzt habe ich die Augen gesehen von den. Ach, da. Wobei, wir können ja nur eine drucken, ne? Nur die rote, die goldene, die müssen wir ja finden. Die goldene müssen wir ja schon haben. Die goldene haben wir schon. Goldene Maske haben wir schon? Warte mal, habe ich da noch Wir haben doch die Goldrüstung gefunden, oder nicht? Ja, ich habe die Masken ja schon alle. Boah. Ich glaube, ich habe mir keine gedruckt, zumindest habe ich die rote nicht. No, ich habe sie beide. Ich auch nicht. Ich habe sie alle beide. Ich gehe mal wieder zurück. Na? Ja. Viel Spaß. Ui. Wir haben sonst hierher gerannt. Oh, also, mit anderen Sachen beschäftigt. Ich glaub, du weißt, wie man rennt. Das heißt, ich werde jetzt mal zu dem. Da müssen ja eigentlich die Kannibalen sein, oben bei unserem Stamm. Wo auch die. Na gut, die elektrischen Geräte gefunden haben. Die rote Maske. Dirk, wäre das eigentlich lustig, während du auf dem Seil bist, wenn ich es einfach wegnehme? Bestimmt wäre das lustig. Warte kurz, lass mich das ausprobieren, während du gerade runtergehst. So, jetzt nehme ich die goldene Maske auf. Bams! Ist nicht schwer. Ist hier jemand? Nö. Gut. Aber man kann so gut sehen, wenn man die Maske auf hat. Ja? Da ist eine Maske fertig. Ich nehme sie mir mal. Nein. Ich mache eine neue. Ich mache noch eine. Heul leise. Sogar Tinte nachgelegt. Jetzt hast du wieder Tinte auf dem Füller. Kann fliegen. Mehr du pupst. Sieht eher aus, als ob du irgendwas anderes vorhast zu tun, aber ich spreche es jetzt nicht laut aus. Aber warte, ich setz mal auch die Maske auf und dann wirst du sehen, was ich meine. Okay. Warum ist hier so viel Scheiß rum? Bei dem Lager. Aber hier ist kein Kannibale, nix. Ist ja gut. Du bist sehr männlich, wir haben es verstanden. Gott. Gut, hier sind. Wie viele Dosen liegen denn hier rum? Verdoppelt sich das Ganze hier alles? Ah, kostenloser Kopf. Es hat Bumm gemacht.
Ah, kotzenlose Köpfe. Kotzenloser? Was ist denn los? Der ist kotzelos. Also wir waren gerade keine Kannibalen. Bedauerlich. Dementsprechend konnte ich mich nicht als ihr Gott aufspielen. Leider. Bestimmt, weil du schon alle Monster rausgelassen alle. Hast aus den Höhlen. Alle. Und jetzt sind die Kannibalen alle. Nein, das kann ich da nicht. Ich krieg die Tür auf. Du kriegst die Tür nicht auf. Du nicht. Wo gehören denn Köpfe hin? Nirgends. Hast du schon ein Kopflager? Nein, die nehmen zu viel Platz weg. Okay. Die werden frisch geerntet, wenn sie gebraucht werden. Alter, wie viele Pfeile hängen hier denn? Ja, probiert. Hier ist Besuch. Nee, ist kein Besuch, ist Vroni. Die hat sich nur geportet. Ja, Vroni Besuch. Aber die will zu Beppo, nicht zu dir. Ja. Hat sie mir gesagt. So ist das. So ist das. Möchte ja nicht sagen, dass sie eine Schlampe ist, aber ich glaube es fast. Nur weil sie ein bisschen Ansprüche hat. Ansprüche, naja. Der Bus hat wirklich keinen Anspruch, ne? Also. Er ist jünger als du. Und er beschwert sich nicht. Er hört ja nichts. Er kann ihr gut zuhören. Boah, das ist ein Vorteil. Der kann die ganze Zeit sitzen und nicken und hört eh nichts. Siehste? Boah, ey, voll der Frauenversteher, der Bobo. Sei wie Beppo. Und dann grinst er auch noch so dümmlich. Genau, so grenzdebil. Wie hier dieser alte Mann mit seinem Golfschläger am Fenster steht. Das ist mein Grund und Boden. Ey, Victor, da wird nicht gespielt. La 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 la. Ey. Das war ein doofer Gedanke. Okay. Hat er seine Tür weggenommen? Willst du sie jetzt lieber andersrum? Ich wollte sie gerade abschließbar machen. Hm. Und wieso? Hä? Wo ist denn jetzt? Ja, dann kriegst du nur zwei raus. Nee, nur eine habe ich rausgekriegt. Ist ja noch trauriger. Ja. Guten Tag. Ist es. Da sind deine Augäpfel von innen. Steh mal zuerst auf. Hui! Ist aber hier drin irgendwie nicht so spaßig wie draußen. Gute Nacht, John Boy. Je eher wir schlafen, umso eher kommt Tag. Ich sehe euch. Aber da kannst du nicht schlafen, wenn du uns siehst. Warte. Der will in unser Bett. Vertreib ihn. Komm, ich schlaf mit in euer Bett. No, you don't. Oh, ich lieg mit im Bettchen. Ey, ich bin gleich tot. Scheiße. Warte, how about no? Muss mich mal kurz verarzten. Gib mir meinen Bolzen wieder. Dirk? Ja? How about no? Gibt's ja wohl nicht. Außerdem hast du das Gestrüpp kaputt gemacht, was da vor deinem Fenster hing. Ich hab gar nichts gemacht. Steffen war das. Ist Winter? Ist Winter. Winter is coming. Nee, Winter ist da. Tja.
Dann werden wir jetzt wahrscheinlich am Strand nicht viel finden, wa? Schade aber auch. Dann ist der ganze Strand ins Wasser gefallen. Ist ja bedauerlich. Bedauerlich. Dann kannst du ja anfangen, deinen Turm zu bauen, wa? So schön auf dem Wasser. Wenn der See dann bald zufriert. Da ist wenigstens genug Platz. Oder kriegst du den hier noch irgendwo rein? Nee, das ist. Ich weiß, ich habe auch noch nicht ausprobiert, ob ich durch eine normale Tür mit einem Gleitschirm reinkommen würde. Ach so. Müsste ich mal ausprobieren. Alter, aber der Turm, ich habe da Wochen dran gearbeitet. Ja, kannst du hier ja auch. Dann bist du wenigstens beschäftigt. Wir machen den anderen unspannenden Sachen Content Dingsbums. Sachen Content. Wo war denn jetzt? Ja. Der Gleitschirm. Auf dem Berg zum Beispiel. Ja, auf dem Berg war einer, das ist richtig. Weiß gar nicht mehr, wo überall einer war. Irgendwo auf dem am Strand war das. Am Strand war auch einer, ja. Aber da wollten wir ja auch wegen Krötschulten hin. Krötschulten? Krötschulten. Ja, aber sind die im Winter da? Na, wir können ja mal hin. Weiß ich nicht, aber wir können einfach mal also, lass gehen. Es, ja, lass es. Zum Strand. Aber ein Strandspaziergang. Jetzt? Ja, jetzt. Na, ja? Ja, ja oder ja? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wandern? Wandern. Wandernsuppe. Nee, ich mache lieber Nikuman. Nicht Nikuman auch. Was meine ich? Wenn das Nico wüsste, dass du lieber Nikuman machst. Schreibt sich mit U, aber ist okay. Bin ich jetzt richtig gegangen eigentlich? Oder gegleitet? Steffen geht auch so. Geglitten. Was hast du denn gerade da unten gemacht, Hase? Bist du ja, ist richtig geglitten. Er ist richtig geglitten. Ich bin mal Vorläufer. Wow. Ja, wir waren dumm, Dirk. Okay. Wir hätten uns ein Auto mitnehmen sollen. Ja, das Auto kommt nicht über Flüsse, wa? Oh, was ist denn hier? Schönes Koffer. Ach, mit Sprengstoff. Sprengstoff. Ui. Oh, ein Schädel. Sprengstoff haben wir. Muni. Das funktioniert. Ja, nee, ich bin uncool. Ich fahre jetzt nicht Schlitten. Machst du Wildwasserfahrt? Ja. Lass mich. Fahr vor, ich komme nachgelaufen. Du bist ja nur neidisch. Wieso? Ich könnte es ja auch machen. Aber ich will nicht. Schlitten ist unter Wasser. Und ich bin jetzt auch unter Wasser. Was? Warum ist denn das hier so tief? Ja. Wir bauten so eine Wasserfälle, die so tief sind. Überhaupt keinen Sinn. Die Natur. Und wieder ersoffen. Das wäre lustig. Und bedauerlich zugleich. Ja, hier am Strand ist es auf jeden Fall ideal. Ja, hier ist auch genug Platz. In Wahrheit ist es ein Strandbuggy. Ja, ja. Aber ich glaube, der Gleitschirm war da vorne irgendwo am Strand weiter, ne? Weiter? Richtung Norden, glaube ich. Also, wobei, nee, doch. Richtung Norden. Ja, von da aus Richtung Norden, genau. Da oben sitzt Besuch. Dachte erst, auf das wäre auf der Lauer. Hinter uns ist auch Besuch. Ja. Haben sie vielleicht ja. Attacke! Schlechte Musik. Schnitzel. Wow, und auf einmal ist Schnee. Auf einmal? Ah, Muni. Weggeschnitzelt ist er. Weggeschnitzelt, das könnten wir auch mal wieder machen. Hast du gut abgelenkt?
Hat jemand seinen Namen in den Schnee gepinkelt? Mit Blut. Er rennt weg. Der hat Blut im Urin, lass ihn. Feige. Feigheit vor dem Feind. Ach, hier ist Munition. Ja. Hau mal auf den Gaskanister. Na komm, take one for the team. Hab ich. Hab jetzt ein Arrow in the knee. Handgranaten. Oh. Aua! Hallo, bin gleich tot. Ja, zu Recht. Wir lassen dich dann auch einfach liegen. Hase, warum was hältst du davon, hier zu uns zu kommen? Da kannst du die umfahren. Umfahren oder umfahren? Und zwar ja, oder umfahren? Von einem Ding aus kannst du kämpfen. Ah. Wie von einem. Ja, ich mach lieber kurz einen Prozess. Er hier mit dem Einrad durch die Gegend heizt, wenn es keinen Morgen gibt. Da liegen so viele Tote rum. Torte! Weggeschnitzelt. Hinter dir kommt einer. Okay, der hat ein Bein weniger. Oh, das kann ich mal essen. Lecker Bein. Oh, der hat einen Arm verloren. Ja, das Arm hatte ich schon. Braucht noch einer einen Arm? Ja, das hatte ich schon. Arm hatte ich schon. Habe ich schon Kopf gegessen? Ja, das war halt auch schon meine Frage, ob Kopf auch gilt, ob man den auch essen kann. Hier liegt ja auch einer. Ja, dann muss ich mal den Kopf abpacken. Junge, ich hack dir mal den Kopf ab, Junge. Ach, der ist weg, der Kopf jetzt. Ja. Und man glitscht das jetzt durch den Boden immer die ganze Zeit. Seit heute. Seit heute. Seit heute. 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 Oh. Wieder ist der Kopf weg. Heute. So, wo müssen wir jetzt hin? Heute. Na, am Strand entlang und gucken, ob wir irgendwelche. Ich kenne nur an der Wand entlang. Aber Schildis werden wir nicht sehen, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Die sind nur im Sommer da. Aber wir suchen doch deine Gleiter. Gleiter. Gleich geht es Gleiter. Wow. Der wäre dir nicht eingefallen, hä? Der war gar nicht so schlecht. Also, ich hab schon geschmunzelt. Also, Props dafür. Also war er doch schlecht. Ich bin nass. Mir ist kalt. Feucht? Nein, nass. Bedauerlich. Kann ich nicht ein anderes Säckchen anziehen? Kannst du es ja mal versuchen? Lederjacke, taktische Jacke. Und beides gleich. Nö. Geht nicht. Wie der Steffen einfach schon vorheizt. Guck dir das an. Ja, der war halt schlauer als wir. Stell nee, mal vor, war er nicht. Stell mal vor, du kannst auf dem Ding auch noch den Gleiter benutzen. Schön mit Anlauf vom Berg. Oh, das wär krass. Achso, du bist das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, hör auf, nur so erotisch ins Ohr zu stöhnen, aber dafür bist du zu weit weg. Oder du stöhnst sehr laut. Warum fährst du da oben lang? Weil der Gleiter oben war. Achso. Kann ich jetzt nochmal versuchen, ob ich immer noch zu blöd dazu bin, obwohl ich alles richtig mache. Also ich hab's hingekriegt gehabt. Vielleicht ist das aber auch instinktiv meine Höhenangst. Denn so sagt, nö. Du, Gleiter, m-m. Immer war Gleiter. Ich kann ja schon mal gucken, ob er noch da ist überhaupt. Ob da noch eine Nachricht liegt. Ich war hier, du aber nicht. Jetzt bin ich weg. Ich komme nicht hoch.
Ich komme hier nicht hoch. Lass mich ruf drauf. War der hier? Da waren auf jeden Fall auch Zelte oder so, ne? Meine ich. Oder liegen? War das Zelte? Nee. Ich krieg's kein Gläuter zu sehen. Oder ich verwechsel das gerade mit dem auf dem Berg. Da waren Zelte. Aber das ist hier noch zu früh, aber eigentlich müsste der hier gewesen sein. Ein Gleiter ist nie zu spät oder zu früh. Er kommt immer genau zur richtigen Zeit. Okay, also hier ist auf jeden Fall nix. Nix. Vor allem müsste man die im Schnee eigentlich recht gut sehen. Vielleicht erst da hinten. Ja. Also hier auf dem Berg ist auch nichts. Aber vielleicht haben sie ja die Spawnpunkte wieder verändert. Kurz Map anmachen. Jetzt steht er doch. Warum seid ihr dann vorbeigelaufen? Hier ist er doch. Hier, genau bei mir. Weil ich Steffen vertraut habe. Und mich deswegen nicht mehr genauer umgeguckt habe. Böser Fehler. Siehst du mal, du kannst dich auf niemanden verlassen. Traurig, traurig, traurig. Einmal mit Experten arbeiten. Stimmt, da steht er doch. Also Hase. Ey. Ich nehme einen, wa?